Thank you.
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Hören wir Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Kommt, lasst uns dem Herrn die Ehre geben. Die Zuversicht in den irdischen Dingen. Aber du hast uns durchgetragen, uns alle, durch dieses ganze Jahr, mit all seinen Schrecken und Verwicklungen, mit seinen Ungewissheiten und mit seinen Sorgen. Und du hast uns durchgetragen, du bist uns treu geblieben. Und wir bitten dich natürlich um diese Treue und um diese Hilfe, auch für all die Menschen, die in den vom Krieg zerzausten Ländern leben, also in der Ukraine und auch in Jemen. Vater, und wir bitten dich um dein Erbarmen, auch um dein Erbarmen über unsere Gedanken oder Worte oder Taten, die in diesem Jahr vielleicht nicht alle richtig waren. Und wir möchten dich bitten, dass du uns neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Denn das brauchen wir. Und es braucht unser Land und unsere Erde, dass wir wieder ganz aufmerksam auf das hören, was du uns sagen willst. Und so bitten wir dich, Herr, erbarme dich. Thank you.
dass wir dein Wort recht sagen und recht hören können und dass wir etwas mitnehmen können von heute für unsere Herzen und für unsere Seele. Amen. Hören wir das Evangelium des Altjahresabends aus Matthäus 13. Jesus sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinem Acker säte. Aber als die Leute schliefen, kam ein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinem Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du also, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Halleluja! Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde gemacht hat. Halleluja! Christlicher Glaube heute noch und wie tragfähig in unserer modernen Welt.
Und weil heute ein gewichtiges Wort von Apostel Paulus aus Römer 8 Predigtthema sein soll, dachte ich mir, ich versuche heute Abend einmal mit ihm ins Gespräch zu kommen über damals und heute und was uns wohl durch die Zeit hindurch trägt. Keine Angst, kein Buch, nur ein Gespräch in Predigtlänge. Wir wollen ja nachher noch etwas feiern in den Häusern. Und so sind wir auch zu zweit da, damit man modern und alt so ein bisschen hören kann. Die modernen Fragen und der alte Paulus. Bitten wir den Herrn der Kirche, dass er dabei ist bei unserem Gespräch. Herr Jesus Christus, du bist der Fels, auf dem unsere Kirche steht. Und ohne dich können wir nichts sagen, denken und tun, was Bestand hat. Komme du jetzt über uns mit deinem guten Heiligen Geist und erfülle diese Mauern, wie so oft in den letzten über 600 Jahren. Amen. Paulus, du bist durch Kleinasien, die Türkei, Griechenland und bis nach Rom gereist, um Menschen für Christen zu gewinnen. War das nötig? Es gab doch schon überall Religion und den Glauben an eine höhere Macht und tolle Philosophien, so wie heute. Wozu braucht nun die Welt noch einen jüdischen Messias? Meine Eltern waren gläubige Juden und ich komme aus dem Stamm Benjamin. Bin beschnittener Jude, habe streng als Pharisäer gelebt, den Geboten des lebendigen Gottes folgend. Wir wohnten in Tarsus, in einer Hafenstadt im Osten der Türkei, nicht weit von Antiochia. Meine Eltern waren so reich und angesehen, dass sie auch für mich das römische Bürgerrecht kauften. Aber die vielen Götzenbilder der Römer und ihre Geschichten und ihre Religion haben uns Juden nie überzeugt. Meine Eltern schickten mich sogar ins ferne Jerusalem, um Theologie zu studieren bei dem berühmtesten Rabbi der damaligen Zeit, dem strengen Rabbi Gamaliel. Und später habe ich die Sekte der Christen bis aufs Blut verfolgt. Ich war auch dabei, als dieser Stephanus gesteinigt wurde und fand es richtig. Ich schleppte später Frauen und Männer ins Gefängnis, wollte dies auch in Damaskus tun, im Namen des Hohen Rates. Paulus, du hast also die ersten Christen bis aufs Blut verfolgt, obwohl du an den Gott der Juden geglaubt hast? Du warst also ein Fanatiker, wolltest Andersgläubige foltern und töten, wie später die mittelalterliche Inquisition oder vor kurzem die Leute von der IS in Syrien, im Irak und ähnlich im Iran. Naja, also diese Dinge gab es damals alle nicht. Weder ein militantes Christentum noch einen militanten Islam. Aber wie bist du denn gegen deine Überzeugung Jünger Jesu geworden? So sehr, dass du für ihn so oft dein Leben riskiert hast. Als ich in der Nähe von Damaskus war, um Christen zu verfolgen, umstrahlte mich plötzlich ein Licht vom Himmel her. Und ich stürzte zu Boden und hörte vom Himmel eine Stimme, die sogar auf Hebräisch zu mir sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Da fragte ich: Wer bist du, Herr? Der aber sprach, und das war lange nach der Kreuzigung, lange nach der Auferstehung, der aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh hinein in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Von da an war ich 3 Tage blind, bis ein Jünger namens Ananias, den Gott zu mir geschickt hatte, für mich betete. Als ich da wieder sehend wurde, ließ ich mich taufen und erkannte, dass Jesus der Sohn Gottes ist. So begann ich das in den Synagogen zu predigen.
Hast du denn Jesus gesehen oder nur gehört? Ich habe ihn auch gesehen. Obwohl die Auferstehung und die Himmelfahrt doch alles schon lange zurücklag. Wie war das möglich, dass ich als Mensch Jesus gesehen habe? Hier auf dieser Erde in einer Vision. Und später nochmal, als ich in Jerusalem im Tempel war und in Verzückung geriet. Ich sah ihn und er sprach zu mir: Eile und gehe schleunigst aus Jerusalem fort, denn sie werden von dir ein Zeugnis über mich nicht annehmen. Geh, denn ich will dich unter die Heiden hinaus in die Ferne senden, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott bekehren, auf dass sie durch den Glauben an mich Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter den Geheiligten empfangen. Ja, so habe ich das, was ich erlebt und empfangen habe, von Jesus, dem Lebendigen, in Jerusalem, später in hebräischer Sprache, sogar vor den Juden bekannt, die mich angeklagt haben, und später auch vor König Agrippa in Caesarea. Und du bist ganz sicher, dass du dir das nicht eingebildet hast? Heute glaubt das bei uns kaum noch jemand, dass Jesus lebt und Menschen erscheint und mit ihnen redet. Was ist das für eine Frage? Wenn ich Jesus nicht gesehen und gehört hätte, leibhaftig, hätte ich nicht mein ganzes Leben verändert, mich nicht um seinetwillen verhöhnen, verfolgen, anspeien und auspeitschen lassen und einmal sogar bin ich gesteinigt worden, hab's aber überlebt. Nein, ich habe ihn immer wieder erlebt. Seine Wunder sind auch durch meine Hände gegangen. Sein Heiliger Geist hat mich geleitet und geführt, Jahr ein, Jahr aus, in der Fremde und in den Gemeinden, bei Freunden und bei Feinden, mich immer wieder behütet, beschirmt, gerettet. Auch als wir mehrere Tage auf dem Mittelmeer trieben und hat mein Herz immer neu mit unbeschreiblicher Freude erfüllt, auch bis nach Rom, wo ich dann später hingerichtet wurde. Doch ich habe davon gehört, dass Jesus auch heute Missionaren und ganz normalen Menschen in China, Afrika und den islamischen Ländern erscheint und ihr Leben verändert. Wie bei den ersten Christen, auch unter Verfolgung und sie trotzdem mit ganz tiefem Frieden erfüllt. Für uns moderne Menschen schwer zu verstehen. Aber aus der Nähe immer noch unbeschreiblich stark. Ja, als ich an die Gemeinde in Rom schrieb, diesen langen Brief, wollte ich auch von dieser Stärke schreiben, die in uns wohnt, durch die Begegnung mit Christus. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Das ist in Römer 8, Vers 31. Was ist das für uns heute? Verstehen wir das? Jemand opfert sein Kind für Fremde. Ja, ich kann es nur so sagen. Ich bin Jude. Beim Passafest brauchten wir damals in Ägypten das Blut eines unschuldigen Lammes an unseren Türpfosten, damit der Racheengel des Herrn an unserer Tür vorübergeht, uns vor dem Tod verschont, nur unsere Peiniger trifft. Seit über 1200 Jahren vor Christus feiern wir das jedes Jahr. Gott verschont uns durch unschuldiges Blut. Das bedeutet das hebräische Wort Pessach, vorübergehen,
verschonen. Auch am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, trägt ein Sündenbock die Schuld des Volkes in die Wüste. So betet der Priester darüber. Gott verzeiht, was da gebeichtet wird. Und in Jesaja 53 prophezeit Gott, dass einst ein Mensch Schmerz und Schuld für uns auf sich nimmt und wir dadurch frei werden. Das hört sich so an. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder auf seinem Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Das ist für uns heute ein schweres Bild. Aber beim Seenotrettungsdienst tragen alle Boote Namen von verunglückten ehrenamtlichen Rittern. Bei diesem Film Titanic opfert dieser Jack Dawson seine Rettungsweste und den Platz auf der Holztür für die Frau, die er liebt. Dafür nimmt sie später seinen Namen an. So wie die ersten Jesu-Jünger in Antiochia sich Christen nannten. Ja, ich habe von diesem Film gehört, das war so ein recht schmalziger Kinofilm, aber dieses Detail, das hat mich sehr berührt. Da liegt diese junge Frau auf dieser Tür und er versucht auch drauf zu klettern, aber für zwei reicht es nicht. Das Wasser ist eiskalt und er findet sich damit ab, dass er in den Fluten versinkt und stirbt. Aber sie soll leben durch ihn, durch das, was er für sie gegeben hat, dass er sein Leben für sie gegeben hat. So wie das manchmal heute noch passiert, wenn Frauen Kinder zur Welt bringen und vielleicht selber dabei umkommen und das Kind dann doch gerettet werden kann. Ja, ich erinnere mich, in Antiochia bin ich damals mit Barnabas ein ganzes Jahr in den Gemeinden gewesen, als ich anfing mit der Mission außerhalb Israels. Ist das heute noch nötig, dass Menschen Jesus vertrauen und gläubige Christen werden? Was ist denn heute anders als damals? Sind die Menschen besser geworden ohne Gott? Hat es unter Hitler, Stalin, Pol Pot in Kambodscha, Mao Zedong in China und wie sie alle hier heißen und hießen, nicht in 50 Jahren 10-mal oder 100-mal so viel Gräuel gegeben wie in 2000 Jahren Christentum unter Herrschern, die sich Christen nannten, sich aber oft benahmen, als hätten sie Jesus nur sehr flüchtig gekannt? Lauft ihr modernen Menschen nicht umher wie Schafe, die keinen Hirten haben? Jeder auf seinem Weg, ohne nach Gottes Geboten zu fragen. Weiß der Ton denn besser Bescheid als der Töpfer, wo der Sinn ist und was richtig ist? Ich habe darüber geschrieben an die Römer im 9. Kapitel. Aber auch Jesaja spricht darüber im 45. Kapitel. Da sagt Gott durch ihn, spricht auch der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Paulus, wir modernen Menschen wollen ernst genommen werden. Wir wissen so viel mehr über die Welt als ihr damals. Ja, das mag sein, aber wisst ihr auch mehr von Gott als wir? Habt ihr Jesus gesehen?
seine Stimme live gehört vom Himmel her? Wart ihr blind und seid unter Handauflegung und Gebet geheilt worden? Habt ihr den Geist empfangen wie zu Pfingsten? Hat euch Gott Dinge im Voraus gezeigt, die niemand wissen konnte, oder die Geheimnisse einer Seele? Habt ihr in Sprachen gebetet oder die Rede in fremden Sprachen durch Gebet empfangen? Ist eure Liebe so gereinigt, dass ihr Feinden vergebt? Oder vertraut ihr, dass Gott mit euch Berge versetzt? Oder ist eure Liebe so tief, dass ihr nicht mehr Böses mit Bösem vergeltet, heute in dieser Zeit, in diesen Staaten? Kennt ihr noch Demut und Ehrfurcht vor Gott? Wisst ihr, dass euer Leben vor ihm verantworten müsst am Ende? Was wisst ihr über den Himmel? Was wisst ihr über den Einfluss der Dunkelheit auf Gedanken, Worte und Leben? Könnt ihr dem widerstehen aus eigener Kraft und ohne Hilfe von Jesus? Warum gibt es bei euch so viele einsame, verzweifelte, entwurzelte Menschen, so viele zerstörte Familien, so viel Sprachlosigkeit? Hör auf, das ist zu viel. Und du gibst uns Unrecht. Bei uns ist auch viel Menschlichkeit und Hilfe füreinander. Vieles, was Jesus gelehrt hat, hat der Staat sich abgeschaut. Fürsorge für Arme, Witwen, Waise und Fremdlinge, Kranke und Sterbende. Es klappt nicht alles, aber man versucht es ernsthaft. Und viele tun Gutes, auch ohne in der Kirche zu beten. Ja, das habe ich gehört und ich glaube, du hast recht. Trotzdem, ich sage, was ich den Römern geschrieben habe, damals im 8. Kapitel. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Jesu, von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht. Um deinetwillen werden wir geachtet wie Schlachtschaf. Aber in dem All überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das habe ich alles so erlebt. Ich, der einst die Anhänger Jesu bis aufs Blut verfolgt hat. Was ich bin und was ich sage und was ich erlebt habe mit Gott, ist Gnade. Ich habe es nicht verdient. Und ich habe Jesu Liebe und Vergebung erfahren. Sie ist mein Leben. Sie trägt mich durch alles hindurch. Es ist so teuer und so kostbar, dass ich es euch allen weitergeben will. Sucht Jesus in eurem Leben. Hört auf ihn. Er wird euch heilen und im Herzen reich machen, auch in Zeiten der Entbehrung. Er ist Gottes Sühnopfer für alle eure Schuld. Nirgends sonst könnt ihr wirklich, wirklich Erlösung finden. Danke, Paulus. Für heute will ich nichts mehr fragen. Möge dein frommer Wunsch sich an uns erfüllen im neuen Jahr. Amen. Gerne mit Ihnen fortfahren mit dem Lied Da wohnt ein Segen tief in uns.
im Zweiten Weltkrieg unter großer Verfolgung hat Dietrich Bonhoeffer folgendes Glaubensbekenntnis geschrieben. Lasst uns das doch heute auch zusammen sprechen und wenn möglich dazu aufstehen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste aller Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen. Das Fürbittengebet kommt jetzt als Lied. Und wieder sind wir 400 Jahre zurück in der Zeit, als Paul Gerhardt das Lied, was wir vorhin angefangen haben, geschrieben hat. Und ich meine, es ist immer noch aktuell. Und es wirkt nicht so auf mich, als ob wir in den 400 Jahren wirklich erheblich schlauer geworden wären, in denen man die Religion ja mehr und mehr mit Füßen getreten hat.
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.